Warst du schon mal im Saarland gewesen? Ja, ich war hier manchmal eigentlich, ja. Ich war manchmal in Deutschland, sondern auch hier im Saarland, ja. Was hat dir im Saarland besonders gut gefallen? Oder kennst du irgendwelche Köstlichkeiten zum Essen im Saarland? Dibbelabbes, das habe ich manchmal gegessen und das ist sehr lecker. Jetzt kommen wir mehr zu deiner neuen Show. Deine neue Show, um was geht's denn da? Was erwartet da die Saarländer? Es ist ein Weihnacht, die Show, das Thema ist Magie der Weihnacht. Und ich brauche das Thema, nicht, dass es nur tänzende Weihnachtsmänner sind oder etwas. Es ist natürlich auch eine echte Hans-Klock-Show mit Laser, Tänzer, unglaubliche Illusionen. Ich erzähle über die Geschichte der Magie, die wirklich Anfang mit mir. Und der Magie, das war mit Weihnachten, damals war ich 10 Jahre alt, hatte ich eine Zauberkiste als Weihnachtsgeschenk bekommen. So, ja, ich brauche das Thema, aber natürlich mache ich auch diese gefährliche Stunts wie die Unterwasserentwässerung. Ne? Das war das letzte Nummer von Houdini. Ich lasse die Glühlampe über das Publikum schweben, das war ein Trick von Harry Blackstone. Wo bekommst du deine Ideen her für neue Tricks? Alles alte Tricks von anderen Künstlern, oder? Nein, nicht nur. Ich brauche noch immer Tricks erfunden bei Houdini, noch immer der bekannteste Marke aller Zeiten. Aber auch manchmal Musik. Wenn ein guter Song am Radio lief, dann inspiriert mich die Song, um etwas Neues zu kreieren. So, manchmal bekommt die Inspiration von Musik. Damit fange ich an. Du sagst gerade Musik, was für Musik hörst du denn so privat? Oh ja, privat, für die Show brauche ich viel Musik, wie Musik von Hans Zimmer, Danny Elfman, die komponieren Musik voor Riesenfilme wie Batman, privat, ja, ich bin ein Liebhaber von alles eigentlich, ich finde die 70er Jahre noch immer gut, Tina Turner, Bee Gees, Rolling Stones, aber gerade natürlich auch Beyoncé, Rihanna, ja, es gibt viele verschiedene, die ich liebe. Was machst du denn privat, wenn du mal Zeit hast? Also Tournee ist immer stressig, sag ich mal, das ist viel zu tun. Aber wenn du mal Zeit hast, was machst du denn da so? Gehst du segeln oder? Nein, ich mach nicht so viel privat, weil meine große Liebe ist der Magie und das ist ganz angestrengt. So, aber ich finde es auch toll, mit Freunden nach einer Kneipe zu gehen und etwas zu trinken oder im Kino zu gehen. Aber ja, meistens Ende meines Tages normalerweise 11 Uhr, 12 Uhr und dann gehe ich noch irgendwo.